Ja, hallo zusammen. Heute geht es mal zum vierten Übernachtungsplatz, wo ich gerne euch vorstellen würde. Ja, und nämlich geht es heute auf den Gornigel. Diejenigen, die mich schon längere Zeiten verfolgen, wie auf Instagram oder so, wissen, dass ich sehr, sehr gerne dort oben bin. Was ich euch schon versprechen kann, ist, heute wird die Aussicht mega sein. Bei Sonnenschein ist es einfach geil. Ja, im Winter gibt es auf dem Gornigel Ski Nordisch. Es hat sehr viele Bahnen für diejenigen. Es gibt zwei, drei Skilifte. Was für eine tolle Aussicht hier aus dem Gantrischgebiet vom Gornigel. Ja, wie gesagt, wir sind da auf dem Gornigel angekommen. Wieder einmal eine tolle Aussicht. Wie immer, wenn die Sonne scheint, ist einfach nur grandios hier. Ja, das ist wieder einmal ein Wanderparadies hier auf dem Gornigel im Gantrischgebiet. Es ist einfach unglaublich, auch die Weitsicht, was man hier so hat. Hier unten ist dann der Thunersee. Ja, es ist einfach nur geil hier oben. Ja, hier auf dem Gornigel gibt es vier größere Parkplätze, also die sind wirklich riesig. Und dann noch zwei, drei kleinere, wo es ein bisschen weniger Platz hat. Es ist kostenpflichtig von 8 Uhr morgens bis um 22 Uhr. Einen ganzen Tag kostet 4,50 Euro, also 5 Franken. Und von 22 Uhr bis morgen um 8 Uhr ist das kostenlos. Übernachten kann man hier überall auf allen offiziellen Parkplätzen. Es gibt Waldwege hier, wo nicht verboten sind, wo man auch reinfahren kann und so einen coolen Spot findet zum Übernachten. Das Geilste hier auf diesem Parkplatz, wo ich gerade stehe, hier hinten geht die Sonne runter. Und wenn so tolle Sicht ist, sieht einfach nur Hammer aus. Ich zeig's euch. Ja, und dort drüben ist nochmal so ein Parkplatz wie hier. Wenn man dort sich hinstellt, sieht man dann den Sonnenaufgang. Sieht einfach geil aus.